Thumbnail kann ich auch später umändern bei mir persönlich. Also. Ja, steht doch nichts, weil das Spiel gibt's nicht auf Twitch irgendwie. Wenn ich Chaos Break eingib, da kommt nichts. Da kommt irgendwie nichts. Nichts, nada, niente. Oder? Kommt das? Ah, gut, danke. Danke für die Info. So, ich stelle dich auf Retro. So, jetzt Retro. So, jetzt passt. So, ein neues Spiel. Ich darf für zwei Charaktere auswählen. Und ich muss den Ton ein bisschen leiser machen. Hier muss ich hier natürlich zwei Charaktere. Hier gibt es zwei Charaktere: einmal Mikumi. Er hat natürlich einen Granatwerfer. Aber ich finde die Uzis besser. Ich finde die Waffen besser, die sie hat. Ich finde die Waffen, die sie hat, besser. Um einiges besser, die sind schneller unterwegs. Das Spiel komplett im Ausland ist rausgekommen, aber ich kann es durch den Kumpel jetzt spielen. Yep, das stimmt. Ja, früher, wie gesagt, war es halt so. Früher war das halt genauso, halt Pixel. Ich habe auch alles mitgemacht früher. Daher, wie gesagt, sonst würde ich das nicht kennen. Von Atari-Zeiten. Yep. Und was die hat, das ist um einiges besser als jetzt ja von den anderen die Waffe. Weil das ist. Die sind ein bisschen langsam. Die sind ein bisschen schneller unterwegs. Dafür ist Sandra ein bisschen stärker, aber dafür ist sie schneller hier. Roger. Er hat gerade männliche Person die gesprochen gehabt. Oh Mann. Und Montag und Dienstag kommt halt von mich halt. Kommt der Breath of Fire 4 dran immer. Der schöne Breath of Fire 4, aber so am Donnerstag muss ich so ein paar Spiele spielen, die Random-Spiele, zum Beispiel sowas hier. Vielleicht mache ich das so als Live-Projekt. Muss ich das auf YouTube dann bearbeiten. Also auf Twitch dann zuschneiden und dann ja so weit, dass wir auf den Anfang drehen. Und die Pixel-Party The früher. interior of the facility is probably very well guarded indeed. Okay. Security 1 aktiviert, okay? Ich hab's ja schon ein bisschen angetestet gehabt wieder. Gab's nicht Tune für die The quickest PlayStation solution 1? would be to shut down the control Ne, system. PlayStation 2 war's, glaube Doesn't look like we're gonna have it easy. ich. Ich würde sagen, ich gehe hier da gucken. Let's split up and check the place out. Roger. Gut. Aber was ist typisch? Was? Ah, die ganz alten Teile. Ja, das ist ziemlich gut. Ist krass. So, gut. Also, man sieht schon leicht die Resident Evil-Anspielung schon. Okay, eine Kombination aus Resident Evil und irgendwie Daniel Quest. Guck doch mal, das ist sowas hier. Obwohl, ich kann sie kicken eigentlich. Wo ist denn das Vieh hin? Da. Ein Drink! Das sind unsere Heilungen übrigens.
Rollen kann man ebenfalls. Und so war das hier drehen, die Kamera drehen. Und die haben dann nicht die Analogsteuerung noch nicht gehabt. So, gut, Napalm will ich auch ein bisschen behalten. Weil, wo ich das erste Mal so testmäßig das ausprobiert hatte, naja, was soll ich sagen, ich habe so sehr die Teile weggeschossen. Die Napalmschüsse. Napalmschüsse findet man nur einmal, das ist das Problem. Aber wenn denn so nur selten. Ich komme runter. Oh, guck mal, da sind sie. Da sind sie doch. Flying Steph. Look at this. Look at this. Oh. Ja, so ein halb mutierter. Looks like first stage parasitic infestation. Ja, das ist früher so gewesen bei den Spielen. Ruckel, ja, ich weiß. Die haben halt versucht, so 3D-Personen darzustellen von etwas näheren Seite. Was bei Resident Evil, ja, haben sie auch schon versucht, haben sie auch schon gut hinbekommen. Und das Spiel kommt ja von. What's this? Ja, was ist das? Gib mal her. Looks like we can get. Oh, nice. Lasse niemals jemanden alleine, sonst passiert genau sowas, wie man sich denkt. Run! Run! Wow! Synchronsprecher früher. Ja, wir können das nicht besiegen. Ich kann das nicht besiegen, aber ja, ich habe es falsch gedrückt hier. La! Lauf, 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 lauf. Ich muss nämlich immer wieder rüber und über drücken. Jake. Oh. Yep. Das stimmt. You're right. Still. Aber was mir aufgefallen ist immer, bei solchen Spielen, irgendwie bei solchen Spielen von anderen Firmen immer wieder, die weiblichen Protagonisten müssen immer so was Knappes tragen. You mean it's something else entirely? I don't know. It's very likely, though, that biological manipulation at the molecular level was going on here. Ja, das ist es so. Und bei denen ist es tatsächlich so, wie ich mir so, ne? Oh, Gegner. Ich dreh dich lieber. Komm her, kommt her! Ich kann natürlich schießen, aber ich kann natürlich auch getreten. Weil die Schießen mich mir aufheben für andere Situationen. Was haben wir gefunden? Disk. Eine Disk haben wir gefunden. Ah. So, no loading. Oh, jetzt kommen die Teile. Wo ich meine Energie meistens verloren hatte. I'll check around. Alleine. Wo ihr gleich was seht, das gleich da drin ist, wo gleich was versteckt ist. Roboter! Wer hätte gedacht? Hey, ich bin satt, ich finde ihre Waffen besser. Genau. Dafür brauche ich ja. Dafür muss er ja die erschießen. Ich weiß schon ungefähr, wo es lang geht.
Halt bis der Dashel war schon immer. So, was kriegen wir hier? Nothing here. Oh, guck mal! Da war mal einer. Energy Pack. Das ist gut. Nein. Ihr habt nicht rangesaugt. Nö, 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 nö. Ja, ein Papier mit einem Passwort. So, da. Desktop Computer bin ich benutzt, aber so. Trash, Mail und Save natürlich. Ja, ich muss bitte überspeichern. Und man konnte nur einen einzigen Speicherstand haben. Man konnte nur einen Speicherstand haben. Also wenn dein Kumpel dachte so, ach ja, ich will das so mal spielen neu. Ne, Spiel mal draus machen. Und dann so, dann ist der Spielstand weg. Nee, was haben wir hier? Ah ja, die ganze Mehr jetzt, aber ich weiß, es ist ja Glück, ja. Ansonsten kann man ja einfach nachgucken, passt auf. Swarm! Jetzt müssen wir wieder finden, wo man das Passwort eingeben kann. So nicht weit entfernt von hier. Ist wirklich nicht weit entfernt hier. Komm ich jetzt um den? Ja, damit er uns. Damit ich nicht ballistisch werde von denen. So, da wo der einer reingegangen ist, das ist das Lustige, das ist das Merkwürdigste. Er wurde nicht angegriffen von den da. Ja, und die treffen von da oben dich von der Treppe aus. Wenn die Kette nicht schon rumziehen. So. Muss eigentlich ein bisschen peinlich sein, hallo? Erstmal hier leer räumen. Ja. Aber ich weiß auch nicht mehr, wozu man die CDs braucht. Das bin ich irgendwie gar nicht mehr, was das ist. Dass sie so rumliegen. Für irgendwas Wichtiges war das. Aber für was? Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht mehr. So, dann hier. Ah, hier ist noch was. Ein Data Disk. Aber hier ist noch vier unterwegs. Wo denn? Da. Nö, vergiss es. So, dann haben wir gleich den ersten Computer nämlich. So. Database. Ja, ich hab das Passwort für Security 2. Ich hab es doch. Ich hab das doch bei mir. Line is not connected. Oh, und das da. Das ist Security. Wie dumm ist denn das? Ah, ich muss doch wahrscheinlich zu den anderen hingehen erstmal. Oh, ich hab das Passwort doch schon. Das ist nämlich das Passwort für das über den Computer. Da. Und das sind Gegner. Hey! So! So, Data Disk, das wird wahrscheinlich auch bei Switch wahrscheinlich auch schneiden und so hochladen erstmal. Das Cause Break bei. Ja! Das mit seiner Garnere klappt so. Energie sieht verdammt gut noch aus. Juhu! Dosen! Dosen über Dosen! Wir können eine Dosenfabrik machen. So, jetzt gehen wir erstmal auf Toilette. Okay, die Dose würde ich lieber nicht anfassen wollen.
Man weiß nicht, was da drin ist. Aber ich nehm's trotzdem mit. Ich nehm's trotzdem mal mit. Vielleicht können wir das auch gebrauchen. Oh Mann. Was ist hier eigentlich hier drin, ne? Ja, 9 und 15 Uhr. So. Gut, also haben wir schon mitten alles hier so ein bisschen durchschaut schon mal. Gegner erledigt soweit erstmal. Und das Gute ist, wenn die Gegner down sind, sind sie down. Also die kommen nicht nochmal wieder. Wäre sonst ein bisschen blöde, muss ich sagen. Ach ja, was geht? Ah, ich glaube, wir haben den Übeltäter gefunden wegen den Parasiten. Ich glaube, wir haben den jetzt gefunden. Auf diese Kamera. This. The same thing as the life form that was found in the accident 2 years ago. It resulted from the same cells. I'm certain of it. Larry, fix the communicator circuits. What are you going to do? I want to check out the research facility. Wait, are you going in there alone? Natürlich gehe ich immer alleine, ist doch immer so. But... Ist doch immer so, die gehen doch immer alleine. Ja, ich komme mit ihm mit. Nee, dann doch, das sind sie alleine. Ja, die kennen sich aus mit Männern. Die kennen sich aus hundertprozentig, wie sie mit Frauen umgehen, wie sie mit Männern umgehen sollen. Die kennen sich damit aus. Die weiß, wie das geht. So, ich hoffe, jetzt kann ich das Passwort eingeben. Weil ich persönlich habe eine andere Story mit den beiden ist. Schon mal gucken. Ah, hier ist noch eine CD. Hab ich beinahe vergessen. So, hoffentlich kann. Kann ich jetzt eingeben das Passwort? Ah, jetzt kann ich das Passwort eingeben. Please enter security code. Wer wird's raten? Wer denkt, dass dieses Passwort das ist? Und doch das M. Und das ist das Passwort. Jetzt haben wir Security 2. Mails. Ja, hier können wir ein bisschen was durchlesen erstmal. Kann man sich halt freiwillig durchlesen. Schnuppe Einkommen, bitte steht bloß das Passwort da, was man halt für andere Security-Stufen brauchen. Naja. Level 4. So, gut. Jetzt haben wir hier alles leergeräumt schon mal. Jetzt brauchen wir uns null Sorgen zu machen, wegen Gegner, die urplötzlich auftauchen könnten hier. Außer Parasiten. So. Jetzt gehen wir mal durch die Tür vorne durch, weil das ist Security Level 2. Das ist irgendwie Vermischung, irgendwie leicht an Metal Gear Solid und an. Ich will so eine an hier. Ich werde doch keine Polizei brauchen. Nein! Vergiss es. Was haben wir hier? Der Data Disk. So. Ich habe schon überhaupt nicht gesehen, dass da welche drin sind. So.
So, na gut, Henry sieht noch halbwegs gut aus. So, was ist da hinten? Lass mal schön gucken immer. Die meisten sind so schnell down zu bekommen und wie gesagt, es gibt keinen richtigen Schwierigkeitsgrad einzustellen. Also man spielt schon normal auf die gewöhnlichste Stufe halt, was halt geht. So. Items. Ab wohin können wir uns auch mal. So, gut. Oh, wer hätte es gedacht? Oben sind Gegner. Irgendwie kommt die. Irgendwie sehen sie aus wie. Ich weiß nicht, wie die Facehugger. Kommt runter. Geh runter. So, danke. B2 gehen wir erstmal. Ich hoffe, das ist Research. Müsste der Körper da sein? Oh, Zombies sind da! Okay, gut. Okay. Bleib mir fern, Zombie. Danke. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Stirbt. So, danke. Cafeteria, kann man zur Cafeteria was essen holen? So, gut. Joe's Napalm hilft schon unten für den Gegner auf. Ab einem gewissen Teil. Wir können eigentlich jetzt schon um. Können wir uns bis jetzt da schon den? Lass mal gucken. Gegenstände. Oh, Sparks. Eine weitere, Waffenart hier. Und Data Disk schon wieder. Nothing is here. Okay, nichts ist hier. Gar nichts. Schade. Ich glaube, speichern können wir gleich noch mal. Das weiß ich noch. Speichern könnten wir recht gleich hier drin. Und ich habe schon den Zombie gesehen. Dankeschön für das Sterben. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich glaube nochmal ein Speicherteil. Genau, hier war abspeichern dran. Ja, natürlich speichern. Ich will natürlich absafen. Ich werde wahrscheinlich bei YouTube das komplett umändern. There's nothing. Ja, genau. Ich werde es bei YouTube wahrscheinlich den Livestream nicht hochladen. Oh, die haben verdammt viel. Die haben zu hohen Schaden. Die haben zu hohen Schaden. Die machen einen Schaden. Die haben einen Schaden, sage ich bloß. Da ist noch was, oder? Loslassen. Okay, das war's mit dem. Oh, geil. Oh, die Erhöhung von uns. Also Erhöhung für unsere Waffe jetzt. Das war's.
Hier gibt's nichts. Also nur. Na gut. Warum sage ich nur? Ist doch super sowas. Ist doch super sowas. So gut. Machen wir mal hier in Labor A reingehen. So. Das da noch aus einsammeln. Das da. So. Ah, hier was doch. Du bist Terminal für das Passwort Eingabe? Ja. So, Re-Passwort, genau. Ja, und auf dieses Passwort again. You can't like a puzzle, you can respect for your identity, not far with your games. Security code. Auch noch bezahlen jetzt. Hm. You manage release the code. You should like a puzzle. You can respect for that. You have to go too far with your games. To managed watching you. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage jetzt. Passwort, ne? Was ist das zweite Passwort überhaupt? Ich komme ganz kurz hier, ganz kurz in den Müll rein. Okay, hier. Ups. Ich hab's denn aktiviert. Ich hab's denn. Ah, Mist. Jetzt habe ich das aktiviert, was ich wollte. So. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich habe ein bisschen was durchgelesen. Ich wollte es gerade nicht aktivieren. Das ist nicht unten. Du hast Vieh. Na da. So. Nicht Rick. So, jetzt muss ich gucken, erstmal noch ein Passwort. Hm.
So, Item. Ah, hier haben wir die Karte. Gut, da sieht man alle Türen zum Glück hier. So, es gibt zwei Terminals hier. Zwei Stück. So, ich muss gerade überlegen. Überlegen. Geht's eigentlich hier lang? Nichts. So, überlegen, so, Gut, so. Hotels. Ah, bed changing its body. Muss ich ehrlich nach unten gehen jetzt? Repasswort. Nur das zweite Passwort müsste ich bloß mal wissen. Ich komme nach unten erstmal. Also nochmal zurück. Fahrstuhl gehen wir ganz nach unten hin. Ja, wir gehen ganz nach unten mal hin. Was hier was da ist. Ja, Cafeteria konnte man nicht hingehen. Stimmt, ja. Stimmt, Cafeteria geht's ja nicht, ging's ja nicht lang. So geht er hier lang. So, no loading. Und jetzt hier hingehen. So, dafür würde ich jetzt mein Napalm verbrauchen gegen den. Ihr werdet gleich sehen, was es jetzt ist. Ich hasse dieses Ding. Das ist es. Huh, ist tot. So. Ah, das hier. War das jetzt gleich? Das war jetzt, muss ich grad gucken. So, jetzt muss ich gucken, wie möglich das auf normal dasteht. 14.
So, ich muss gerade gucken. 42, 52, minus 5. Ich muss es abwarten, dass jetzt. So, ich muss looking. 18. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Yay. Vom Bürgermeister? Okay. Was noch abspeichern? Ja. So, gut. Passwort eingespeichert. So, Passwort. Genau, 20 Schuss kann ich jetzt bei mir tragen. Trotzdem, das Passwort, frage ich mich, das welches Passwort das ist. Blinken. Jetzt haben wir gerade mein Handy. A useless game. Okay, ich muss jetzt zu denen zurückkehren. Ah, stimmt, das ist ein Kontrollraum. Stimmt. Stimmt, das ist ein Kontrollraum. Und er dürfte uns rein theoretisch das sagen können. Das Management beobachtet ja. There is nothing, ja, ich weiß, dass da nichts ist. Ah, hier waren wir noch nicht drinne. Hier waren wir auch schon nicht drinne. So. Und hier fehlt mir eine Disk. Eine weitere Disk. Oh! Lifepack. Oh, cool. Wir haben tatsächlich noch nicht drin. Selbst ich nicht mehr. Wenn ich angetestet habe, los. Okay, gut.
können wir ganz kurz zu Rick nochmal zurück. Taking more time than I thought it would. Nee, immer noch nicht. So. Das Passwort gewesen? Okay, gut, guck mal nach. Da unten, wo wir gerade waren, das Passwort angeblich. Hier ist es doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie sehr ich das manchmal liebe. Das da bitte. Sudoku, okay. da kommt doch sowas drauf. So, darüber. Ich muss gerade schauen, dort. Okay.
so, hier ist ein Hackenbein. Also ich kann schon genau an den Terminals, die auch an sind, typischerweise. Und hier soll es angeblich sein. Hm. Elektromagnetischer Schlüssel. Der ist nervig. Doch, da sehe ich doch was. Geht doch. Munition. Buni, buni, buni. Was wir schreiten, jetzt kommen wir bestimmt in Richtung den rein. Wir speichern da erstmal ab hier. Gut, ja, speichern wir ab, saven. Ja, speichern wir erstmal ab, erstmal ein ganz schönes Stück erstmal. Okay, wir müssen den Bürgermeister finden. Absafen erstmal, schon mal absichern. Ja. So, das geht's. Jetzt dürfte man eigentlich rein theoretisch da in die Cafeteria reinkommen. Du brauchst einen elektromagnetischen Schlüssel. Ja, dachte ich mir nämlich, ja, jetzt kommen wir nicht dahin. So, gut. So. Jetzt kommen wir Cafeteria rein. Und da müsst ihr jetzt eine Notiz haben für uns. Eine lebenswichtige Notiz, um weiterzukommen. Wirklich lebenswichtig. Na, hier ist doch. Kantine. Ja, geh da rein. Oh oh. Irgendwas Großes ist hier gewesen. My God. Ja, oh mein Gott. Aber definitiv kann man nichts mehr hier essen. Okay, ich komme jetzt da rein. Ne, vorher gehst du da rein. Weil da sehe ich was Schickes. Lass dich raten, der hat den Schlüssel dafür. Guck doch nicht da rein! Was ist das für eine. Was ist das für ein. Okay, Energy Drink trinken. Item. Okay.
Raus hier. Eine Note. Nein. Ey, wirklich so dumm gespielt, ey, ehrlich. Oh nein, nicht YouTube. Oh. Ich kann kein Sudoku, tut mir leid. Ja, wir sollten aber schon ein bisschen gucken, weil es Doku kann ich nicht. Tut mir leid, es Doku kann ich leider nicht. Eins. Vier, also zwei, hier kommen die fünf. Vier. Das Passwort haben wir schon mal. Das Passwort habe ich jetzt vor meiner Nase. Der Wurm, was ist jetzt ehrlich? Was ist das für Wurm dort? Da ist gleich mal zu OP. Na gut, das ist ein Boss. Speichern wir erstmal ab hier. Ja, speichern wir erstmal ab, erstmal. Dass wir das überlebt haben gegen den Wurm da, ehrlich. Ich erschieße meine besondere Munition erstmal. Aber ich schaue mir das Passwort gleich hier. Please enter security code. 435. So 435.
Müssen wir echt eine Doku jetzt spielen? Ah, jetzt weiß ich, wie weit ich gerade mal gekommen bin. Identisch ist mit dem. Ich kann zu Doku wie so gut wie gar nicht. Ich hab total andere Zahlen. So. Ich probiere es mal aus hier. Please enter security code. P3156. Schon falsch jetzt? Incorrect. Da muss ich jetzt. Muss ich echt das lösen? Mann.
Jetzt hänge ich in verdammten Sudoku-Rätsel fest. Ich mag keine Sudokus, tut mir leid. Wenn das jetzt kommt, ist das ehrlich, ich mag keine Sudokus. Es gibt eine Website, die mir wenigstens helfen kann, ja. Welche Zahl ist hier gegeben? Die Vierer? Die Eins? Hier ist bloß die Sechs gegeben. Die Vierer? Drei? Hier die 6, hier die 5. Ich muss ganz kurz mal gucken nach Sudoku. Du bist auch tut mir leid, aber ehrlich. Ich bin die ganze Zeit jetzt dran sitzen. Ah, jetzt sagt Mamas. Genau, hier haben wir's. Hier haben wir was? So.
Ja, hier muss ich ganz gut das verwenden, weil ansonsten komme ich nicht weiter hier. So, gut, jetzt auch. Zwei, fünf, drei, drei. Gut. Ja, da bloß nicht lange gedauert, sag ich bloß. Please enter security code. Was war jetzt? Sechs, zwei, fünf, drei, drei. Sechs, zwei, fünf, drei, drei. Sechs, zwei, fünf. Please enter security code. Ich habe nur das Ding gegeben. Das ist der Security Code. Und das ist richtig. Der Laser ist offline. Ja. Ja. Wir speichern gleich mal. Ich hab da keinen Bock, nochmal neu das einzugeben. Na gut, 62533 ist eigentlich ganz einfach. Aber ehrlich, ich bin froh, dass es die Website gibt jetzt, ja? Den Sudoku-Löser 6x6. Eigentlich mit so ein Spiel das zu machen. Wünsche so, wünsche das zwar eine gute Idee, aber. Ja. Wenn nichts mit Sudoku-Mut hat, dann ja. Gut, wollen wir mal da hier lang gehen? Der Laser war in dem Geschirr versteckt. War in dem Geschirr.
Gut, dann ein bisschen anschießen und dann kannst du angreifen. So, das Gebiet erstmal freiräumen hier. Soweit wie es geht. So, lass mal. Hier geht's rein als einziges. Okay, Disk, eine weitere Disk haben wir gefunden. Und da gibt's da mal was. Und schon was Wichtiges. AP-Truck. Ach, Moment mal, sind das jetzt Objekte, die ich so benutzen kann? Gucken wir noch und noch Medizin erstmal hier um. Kann das sein, dass noch was versteckt hier ist? Nee, nichts! Gut. Gut, dann wollen wir langgehen. Lifepack? Oh, das geht mir gar nicht, dass sowas da ist. Ah, Moment mal. Ja, mal ja, die zwei Teile. AP haben wir ja. Machen wir AP, das ist hier. AP, dann haben wir noch. Also zwei weitere Typen brauche ich jetzt dafür. Gut, zwei weitere Typen. Ja, gut, das hat Spaß gemacht, jetzt auf der Suche zu gehen nach den Teilen. Gut, kannst du definitiv nicht lang gehen. Und ich glaube, dass der eine Typ da noch in der Tür ist. Nee. Ich guck doch mal nach, ob ich das da doch dahin gehen kann, vielleicht. Ich kann auch dahin gehen. Jo! Ah, Antiparasiten! Ab nach unten, würde ich mal sagen. Ja, bleib schön fern von mir. Dankeschön, dass du fern bleibst. Wow.
Stopp doch mal. Danke. Puh. Items. So, heilen erstmal. Oh, von anderen sind auch noch. Huh. Was? 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 Danke. Danke, dass ihr das immer auf dem Boden liegt. Das gefällt mir wesentlich besser. So. Ja, wenn sie so entfernt sind, da geht's dann auch mal, muss ich sagen. Aber sie dürfen nicht zu nah dran sein. Hey, du da. Er lebt noch. Jetzt ist er tot. Okay, gut, Data Disk hab ich gefunden. Gut, habe ich schon mal hier geräumt erstmal. Die Gegner schon mal erledigt. So. Was? Na komm, Peter. Aber den Gegner zählt das wahrscheinlich nicht, wenn ich sie erledigt habe. Okay, die will ich nicht unbedingt freilassen. Krüger? Hab ich es? Stimmt, da war er da oben. Irgendwo war er versteckt. Oh oh. Der neue Überlebende! Endlich! What's wrong? Drug is in the set, please. Ah, wir haben doch. Ah, das haben wir doch. Ja, genau, hier. Ich bin ja schon vorbereitet hier. Thank you. You look hurt. Are you okay? These wounds aren't serious. My arm hurts a little, though. Take it easy. Yes, my official title is Assistant Chief Research. Then okay. Yes, it was. But to synthesize the AP, we life form. That thing slithering around over there. No, the one stored below. Only the chief researcher has authorized. I don't know how to deactivate it. I see. I have a card that's good up to level 3, though. Oh, level 3 Karte! Juhu! Thanks. Now I've got to figure out how to get further down. Woohoo! Wir haben's!
Wir haben die Level 3 Karte. Yay! Lässt bitte den Speicher sein. Ja, Speicherteil ist hier, da. Perfekt. Gut, Speicherteil ist schon mal perfekt. Speichern! Mal gucken, was der Speicher ist. Oh, Batterien. So, weitere Disk. So, noch ein Schuss haben wir noch drin. Den hat man. Den kann man leider schon manuell nachladen, finde ich schade. Was auf dem Boden liegen, also die Felgen plus ihr Tod, kurz. Ich bin bloß kurz hier, okay? Muss hier kurz reinzugucken, was ist hier? Ja, noch nichts Besonderes. Ciao! Vielleicht ist da noch was dort. Ich schau kurz mal nach. Hier noch 3 Twinks habe ich. Nee, hier ist nichts. Hier ist tatsächlich nichts mehr, okay? Nur das eine, wie gesagt, um die Gas, das Gasteil zu bekommen dort. Habe ich es einfach mal geschlossen. Dö. Das ist komisch. Level 4 Karte brauche ich dazu. Aber wir sind jetzt bei Mächte Stufe Level 3 hier. Wir sind hier. Die Level 3 Türen zu öffnen. Aber das ist gut. Level 3 hier. Hallo Leute, was geht? Oh, das Gas ist besonders effektiv bei denen. So. Item. Okay, ah, sowas. Lukas kommt gleich. Nee, ist Lukas richtig dort? Lukas, Krüger.
Lukas. Ah. Verstehe, jetzt verstehe ich das. Ich müsste jetzt den Namen von denen. Ich gucke erstmal hier nach, was hier ist. Warte mal, wie gesagt, wir haben ja. Ich gucke noch der einen mal nach. Nach der einen mal nach. Hier, die. Da muss ich ganz kurz zurückgehen hier. Ich gehe zurück mal zu der einen dorthin. Vielleicht klappt das. Vielleicht hat die eine. The storage device manager, if memory serves. I'm sorry, but I. Okay, gut. Save erstmal. Ach, schön, upsave erstmal. So. Das lässt sich tatsächlich nur von der anderen Seite öffnen, also von der anderen Seite. So, ich muss ja ganz kurz mal gucken, da war eine Leiche am Ende. Wilson? Gut, hier haben wir Wilson schon mal. Der Wilson hätten, den Wilson hätten wir schon mal hier. Gut, Wilson. Da vorne ist auch eine Leiche. Sein Name ist Krüger. So, hier noch eine Leiche. Ne, hier noch keine, hier ist keine Leiche. Jetzt müssen wir alle Leichen gucken nach den Namen. Und jetzt können wir aber so die Türen betreten, die mit Level 3 sind. Level 3, hier zum Beispiel, die Tür. Will ich diesen Raum unbedingt betreten? Muss ich wohl. Muss ich wohl. Ah! AP! Ah, oh, gut, war das. Bist du gerade Smith? Ah, jetzt haben wir schon mal das nächste. Da haben wir das nächste Teil. Code. Verwenden, bitte. Kommt da Smith dorthin? Monitor. Monitor, also Monitor. Okay, gut. Passwort haben wir schon mal. Das Passwort haben wir. Entweder Monitor. Ja, wenn es wirklich Monitor ist, also ehrlich, was ist denn das für ein Passwort? So, jetzt gucken wir mal nach. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es ist das richtige Passwort.
enter security code. M-O. Und hier müsste rein theoretisch ein I kommen. So rein theoretisch gesehen. Monitor. So, na gut. Item. So. Risen Krüger Smith. Krüger. Was kann der Unhalt zwischenpassen für ein Board? Na, guck mal, eine andere Nation ist mal. Guck mal, eine andere Nation ist mal. Vielleicht findest du, da finden wir da das heraus. Wo waren jetzt all die Leichen eigentlich? Ich guck mal da vorne nach. Da war auch noch, glaube ich, Stufe 3 noch versteckt. Eine Stufe 3 Tür. Ich hoffe. Das ist. Die ist zu. Und hier haben wir, hier haben wir einen Professor. Ne? Nein, ich will es nicht benutzen. Na gut. Gut, nimm. Lukas. Krüger. Passt irgendwo nicht woanders hin? Achso, so kommen sie entfernen, gut. Ob das Hest einfach nimmt? Ne, da passt das Smith nicht mehr rein. Hm. Doch, da passt. Ne, da passt nicht rein. Krüger. So, ich muss mal gucken, ob der hier reinpasst. Der Krüger. Nee. Ja, so, ich glaube, was ist denn noch ein paar Namen raus? Ja, so ein Stück paar Namen erstmal raus, erstmal von ein paar Leichen vielleicht finden. Wo wir die Namen noch lesen können. So, ich muss halt gucken. The name of my business card is Hurst. Sonst hab ich schon eine Kind unserer Nation jetzt großartig gesehen gehabt. Item. Dann hab ich euch gerade das Medikit genutzt. Ah. Oh. So, dann Lukas. Hier passt der Krug ganz kurz rein. Der Bösen.
Der Hest passt rein theoretisch nur da rein. Der Krüger geht mal ganz kurz raus, dafür tut der Smith hier den Platz anlegen. Überlegen. Der Wilson, kommst du entweder hier rein? Genau, der Wilson passt entweder da und da oder da rein. Also da oder da. Nee, wenn. Der Wilson kommt dahin. Smith. Ja, der Lukas und der Smith, die würden hier gut reinpassen. Aber wiederum, da klingt das Passwort irgendwie komisch. Der Krüger. Ich gucken, ob ich jetzt wirklich alles mit alles Sitzen verpasst habe. Also, hier müssten alle Leichen sein. Hirsthammer. Der Hirsthammer. Dann hier hinten. War ja der. Wäsche aber hier gleich. Auf der Business Card ist Smith. Genauer den Smith. Wir haben Steve Smith gefunden da. Da hinten. Oh, eine Disc haben wir gefunden. Die haben schon nicht eingesammelt gehabt. Gut. Gut, Smith haben wir. Dann ist Lukas da gewesen. Aber ist dieser Raum so? Das will ich ohne. Der Raum ist einfach nur für keine Ahnung, wo was da. Kann man es auch schießen? Obwohl das aufzuschießen eigentlich sehr dumme Idee wäre. Da kommen die Gesamten raus, aber ja. So. Gut, dann auch hier drinnen die Leichen. Da vorne den. Krugerhammer. Hier kommen wir noch nicht rein, weil wir Level 4 brauchen. Genau, hier muss man Level 4 sein. Kruger und
Item. Jetzt guck schon nach dem Code nochmal um. So. Ne, jetzt würde nicht passen. Da Wilson. Warte mal, wenn der Krüger da drüben ist, wie ist denn das Passwort dann? Inter, fäng ich's in? Na Lukas, passt nur noch da rein. Hm. Was ist, wenn der Wilson hier wäre? Und dann Lukas, da passt er nur da rein. Nee. Lukas. War das mit Monitor eigentlich schlauer eigentlich, dass da Monitor da stande? Nimmst du hier das hinsetzt? Das Smith kommt hier hin. Der Wilson kommt hier hin. Das ist so wieder falsch. Überlegen, 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 überlegen. Das ist wirklich, man muss sich da überlegen jetzt, ne? Wie kann man das jetzt machen? Ding, 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 ding. Inspiration aus drinne. Ich muss gerade gucken. Ist bei Rachel noch eine Leiche drinne vielleicht? Inserting names of other staffers might be a good idea. I'm sorry, but I really don't know.
I'm sorry, but I really don't know anything more than that. Ja, jetzt hab ich schon raus, dass wir ein paar andere Namen hinzufügen müssen. Ich muss gerade überlegen, ey, ehrlich. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt finde ich eigentlich doch anderen Namen. Ich muss auch mal andere Namen finden. Da muss ich jetzt woanders umgucken. Bonübel Mon. Ich will es probieren, nutzen. Wenn Wilson jetzt rein theoretisch dort sein würde. Blicken, 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 blicken. War der Krüger oder definitiv? Der Wilson passt definitiv hier rein. Oder halt hier. Also hier würde er am besten reinpassen. Krüger halt hier. Aber der Hirst passt nicht rein. Ist komisch, der Lukas passt hier nicht rein. Aber wie gesagt, Lukas muss rein. Oder wo Huse gesagt hat, Lukas müsste rein. Der hat uns ja schon den Tipp gegeben, Lukas müsste rein. Also Lukas müsste definitiv hier rein. Wir brauchen doch einen Buchstaben. Mon. M-O-N-I.
So, jetzt müssen wir mal gucken, überlegen, wie was könnte jetzt gut passen? Was auch einen Sinn ergibt. Der Wilson, was ist denn mit der Wilson jetzt? Da oben wäre. Nee, das wird ein bisschen schwachsinnig sein. Das klingt schon ein bisschen realistischer. Was ist das gleich? Code Chart, genau. Ich will keine Cheats haben. Schaut. Nein, such ich nicht. Carnival, Kasper. Ich hab schon mein Handy ja mehr gefunden gehabt gerade eben. Ah ja, IGN, ja, muss doch. Security 3 habe ich schon. Ah ja, gut.
ist das Passwort? Crisis? Please enter security code. Machen wir die. Da müsste ich echt gerade gucken. Weil ich bin ohne der Allwissende. Na gut, passt doch. Wenn es richtig, dann. So gut. Receive a name skiff. Na, wo sind denn die Leichen? Monster. Weil eine Leiche fehlt und hier Monster. Warum ist dir das sofort eingefallen? Monster. Monster. Und er hier. Passwort ist incorrect. Das wird da fehlt wirklich eine Leiche. Es wird tatsächlich, ja, wie ist der da, ich brauch den letzten Namen. Hirst? War oben noch einer, den ich absuchen kann? Muss ich gucken. Schauen wir nach oben. Hier oben noch einer, den ich untersuchen konnte.
Aber wir können erstmal hier die zwei anderen, dass wir das innen hinzufügen erstmal. Item. Genau. Mit Level 4 durften wir. Wenn ich ganz, Mensch, ganz komplett Backtracking machen würde. Also komplett zurückgehe, dann. Wir durften jetzt überall bei Level 4 und so weiter reinkommen können. Ich guck mal ganz kurz, ob ich den Namen und die letzte Leiche irgendwo finde. So. Gut, weil wir haben ja noch ein paar Türen oben. Vielleicht ist Level 4 aber auch noch mit dabei. So, Gino fehlt nur noch, aber wo finde ich den? Auf jeden Fall, oben haben wir auch ein paar Türen noch. Wo Level 4 mit drin stand. Da gehen wir halt ab nach oben. Das war Level 5 am Ende, oder? Level 4 oder Level 5 war die Tür hier? Ich glaube, da gab es zwei Türen, die wir noch öffnen konnten. Ja, guck mal, Level 3. So, aber fliegende Viecher. Was mal erledigt. So, wir brauchen aber noch eine Leiche, wo was drauf ist. Was hier? So dass ein Normal entsteht. Danger, okay. Party. So, kann man es aber schon lösen?
Wir haben's gelöst. So einfach geht's. Ach, schön, dass man durchgehen kann, aber so. Oh, Batteriepack. Nein, der Roboterschlange spart eigentlich das Batteriepack da einsammeln. Dankeschön, das da. Und Sparks. Boah, endlich. Oh, jetzt können wir erstmal hier lang gehen. Jetzt können wir uns was einsammeln. So, gut, den nächsten. Dort. Data Disk. So. Hast du gerade wieder sowas? Data Disk, das passt. Da Data Disk hätten wir hier. So. Na gut, das ist ein bisschen Backtracking. Ah, guck mal, hier ist auch noch was. Hier ist einiges versteckt. Und nochmal der Data Disk. Nice. So, wir brauchen noch eine Ampulle, dann haben wir alle. Level 4 habe ich auch schon gesehen gehabt, das war nämlich hier irgendwo. Wenn ich hier lang gehe, irgendwo da vorne, müsste es sein. Das war Security Level 4 müsste, glaube ich, hier gewesen sein, hier drinnen. Genau. Da unten und Level 4, geht doch. Aber den Level 3 haben wir gerade noch. Level 4. Level 4 haben wir, wir müssen Level 3 erreichen. Ja. Ich brauche trotzdem eins. Eine Leiche. Eine Leiche brauche ich noch. Kannst du dich mit Fahrstuhl wieder zurückfahren komplett?
Ich kann doch komplettes Backtracking machen. Ja, nicht ganz. Okay, gut. Nicht ganz. So, ich muss aber trotzdem mal schauen. Wo die letzte Leiche sein könnte. Ich brauche trotzdem noch eine Leiche, damit ich das machen kann. Songino left. Da Level 2. Fahrstuhl ganz runter muss ich jetzt gehen, wahrscheinlich. Nicht für den Fahrstuhl jetzt. So, B5. Nicht auf. So. So, jetzt gehe ich mal zu B2. Apropos, ist der Baum noch da oder nicht? Ich hoffe mal nicht, dass er da ist. Er hat das Medikit mitgenommen. Er hat das Medikit tatsächlich mitgenommen. Es ist zwar weg, aber das Medikit hat er mitgenommen. War hier eine Tür, die zu fand? Ich glaube schon, hier war glaube ich auch eine Tür irgendwo, die zu uns war. Ich muss gerade gucken, wo. Wo das vielleicht war. Wo? Wer? Wie? Was? Wo warten wir gleich? Da war irgendwo eine Tür, die war noch zu vor uns. Hier ist jetzt was nicht. So, hier vielleicht. Von der anderen Seite. Ja, super, von der anderen Seite. Das, ja, müsste das öffnen. Du.
Area B. Stimmt. Hier war das doch, oder? Die letzte Leiche, ich hab sie! Ich hab sie, die letzte Leiche! Energy Pack. CDs. Ich hab die letzte. Ich hab's letzte. Ja! Ich hab's gefunden. Monster! Ja, dachte ich mir schon, da kommt Monster raus. So, jetzt gehen wir runter zu ihr mal. Okay, gut. Jetzt haben wir das schon mal gefunden gehabt. Vielleicht machen wir gleich ein komplettes Let's Play. Komplett. Ich muss dieses Wort lassen. Ich spreche noch mal mit ihr. Mal sehen, ob sie das bestätigen kann. I'm sorry, but I really don't know anything more than that. So. Abspeichern, Vorsicht halber. Sichern. Dass nichts passiert. So, gut. Sechsunddreißig von 50 haben wir. So, gut. So, der Krüger. Der Bilsen, der wird definitiv dahin. Und so gehen wir es weg. So gehen wir es definitiv hier hin. Smith. So, jetzt gucken wir mal nach.
Monster. Wenn wir kommen Monster raus. Ah, falsche Richtung hier. Bei mir kommt jetzt Monster raus. Please enter security code. So, was M? Wenn es wirklich Monster wäre, das war cool. So. So, und ist das er noch? Security has been unlocked. Ja! Geschafft! Ja! Ja, wir haben es geschafft. We did it. Wir haben es geschafft. Ja, ja. Was tatsächlich, dass das mit der Coacher da hatte. Na gut, ist ein bisschen schlau. Da wird ein bisschen vorpreschen kann. So, jetzt. Und ich sehe den Gegner vor mir. So, hast du deinen Energy Drink dabei? Aber Energie, das reicht auch schon aus. Ist okay. Und du? Hast eine Disc dabei. B4. Oh nein. Okay. Gut, es ist da. Energy Pack ist gut. Erinnert sie mich überhaupt nicht? Jesse? Nein. So. Lass dich raten, das sind unsere Testobjekte bestimmt.
Okay, hier weiß ich auch nicht, was ich anfange, aber machen wir hier. Vielleicht später. Vielleicht muss ich später was tun. Wir haben ja Level 4 freigestellt. Oh, da kommen wir nochmal Backtracking machen. Da gab es aber zwei Level. Zwei Stufe 4 ja, Türen. Zwei Stück gab es ja dort. Ja, zwei Stufe 4 Türen gab es. Gab es dort, ja. Weiter oben. Genau, zwei Stück gab es ja dort. Gut. Ich habe mir dann gemacht, erstmal da oben hin zu den zwei Stufe 4 Türen. Oder machen wir das erst im nächsten Mal? Will ich jetzt gerade nicht? Ja, machen wir jetzt gleich. Aber erstmal will ich erstmal sicher gehen, speichern das mal. Die hat kein Gesicht. Doch, da oben. Die Augen. Ja, wir kommen oben bei den Stufe 4 Türen oben mal hin. Ob wir jetzt hier reinkommen? Was das sein soll. Naja. Gehen wir erstmal zurück, erstmal schlagen. Wir haben ein paar Stufe 4 Türen gesehen gehabt. Wir haben ja Stufe 4 für ja zur Berechtigung jetzt endlich mal. Freue mich darüber. Ab nach oben. So, gut. Warte mal, die Tür, wo kommt das schon reingehen? Ist einfach für Kister. Oder? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Genau, wir haben es so gut wie eigentlich bei der Tür geöffnet. Warte, Stufe 4 Türen alle. Bei Stufe 4 Türen habe ich zwei Stück oben gesehen gehabt. Sollten wir jetzt sterben, dann. Dann weiß ich ja Bescheid, wo was ist. Mal sagen, da beenden wir das und dann ist ja damit schon so das beenden erstmal. Wir könnten Energy Drinks noch mal gebrauchen.
Area A. So, da muss ich ganz kurz mal da hingehen, da und nach oben. Also Stufe 5 aber leider noch nicht frei. Stufe 5 müssen wir freischalten, müssen wir es finden erstmal. Ja, merken's nicht. So, dann hier raus. Dahin. Das Gute, wenn man alle Gegner schon weggeräumt hat, bleiben die auch tot. Sie kommen dann nicht mehr wieder. Außer natürlich, es sind neue Gegner, die da auftauchen. So. Jetzt müssen wir zwei Stufe 4 haben. Ja, genau, das ist jetzt offen. Das ist jetzt offen, das eine Teil hier. Eine Ratte. Eine überdimensionale Ratte. Wirklich? So, da haben wir erste Stufe 4 Tür. Tür Nummer 1. Uno. Und Tür Nummer 3 ist da vorne. Reparierkit. Das Reparierkit haben wir für den gefunden. So, gut. Wirklich positive Zahlen muss ich bringen. So. 10. Das sind 6. Und gelöst. Einmal. Oh, hier kann man absafen. Oh, sehr gut. Absafen. Ah, das ist unfair. Was haben wir denn hier? Okay. Gut. Power mal hier, gut. Powerpack. Gut, wollte ich mal sagen, gehen wir dann mal in Richtung von den Typen da hin. Speichern noch einmal.
Repair Kit? Ja. Jo. Jo, 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 jo. Ich hoffe, das kann er gebrauchen, das Repair Kit. Ich hoffe. Ich hab was für dich, das kannst du echt gebrauchen. Alright, take this and go! Get out of here! Wie unfreundlich, muss ich sagen. Oh, jetzt kann man wenigstens ein kleines bisschen heilen. Was denn Raum? Get out of here! Ich hab selber was zu tun. Er kämpft nicht mal. Moment mal, Kamera ist einfach frei. Komm, kann ich eigentlich hier rein? Nein, bis 15. Was ist, wenn der hier noch drin immer noch drinne wäre? Wird das einfach eingesperrt oder was? Na gut, ich würde sagen, gehen wir abspeichern. Dann würde ich sagen, da beende ich den Stream. So, damit ich erstmal das Video schneiden kann. Und das bei YouTube dann erstmal so weit hochladen kann. Wegen Anfang der Silent Hill, sage ich bloß. Ja. Was ja nicht so geklappt hat, bis es klappen sollte, aber ja. Gut, gehen wir hier hin. Luxus Database. Safe. Willst du speichern? Ja, ich möchte speichern. Ja. So, gut. Da muss ich sagen, das schließe ich. Da gehen wir erstmal zum Chatbild über. Schließen das erstmal. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich gerne auf einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Erstmal das restarten. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.